Terence Hill gibt Großes bekannt. Gegenüber der Bild-Zeitung kündigte der legendäre Schauspieler an, dass er bereit sei, in den Western-Sattel zurückzukehren und eine seiner legendären Cowboy-Rollen wieder aufleben zu lassen. Trinity, der Rollenname seiner Figur, in die rechte und linke Hand des Teufels. Hill hat seinen Fans versprochen, dass er noch ein paar Patronen im Colt habe und bereit sei für einen neuen Sonnenaufgang im Wilden Westen. Grund ist auch die Popularität des Genres. Ich wollte eigentlich keinen Western mehr machen. Die Stoffe haben bis heute etwas Mystisches für mich. Wir erleben ja gerade auch eine erneute Wiederauferstehung des Genres. In einem Interview mit der italienischen Wochenzeitschrift Sette hat Terence Hill einige Details über den neuen Film verraten. Die Handlung wird sich um die historische Figur der italienischen Nonne Rosa Maria Segale drehen, die als furchtlose Ordensfrau zwischen Indianern und Outlaws in den USA berühmt wurde. Hill selbst schlüpft in die Rolle des Cowboys Trinity, der in Gefahr gerät und von Rosa Maria gerettet wird. Aus dieser Begegnung entwickelt sich die Geschichte Trinity, die Nonne und der Revolver. Der Revolver ist Billy the Kid, denn Rosa Maria hat diese historische Figur in ihrem Leben tatsächlich getroffen. Hill wurde in den 60er und 70er Jahren mit Filmen wie Mein Name ist Nobody und Die rechte und die linke Hand des Teufels berühmt. Millionen von Kinobesuchern feierten seine Wildwestrollen, in denen er oft als charismatischer und humorvoller Held auftrat. Seine Zusammenarbeit mit seinem Leinwandkumpel Bud Spencer in Filmen wie Zwei wie Pech und Schwefel machten die beiden Schauspieler zu Kultfiguren.